Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Haringway. Wir spielen Mario Kart Double Dash. Übrigens hat mich irgendjemand darauf hingewiesen, dass in diesem Titelbildschirm doch ziemlich viel gespoilert werden würde, weil man ja hier die beiden geheimen Charaktere, also Mutant Tyrannia und König Buhu sieht. Oder generell, nee, Moment, wer war noch ein geheimer Charakter? Irgendjemand? Waren es nicht vier Charaktere, die irgendwie geheim waren? Toadette? Noch? Oder so, oder... Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Egal. Ja, hier wird relativ viel gespoilert. Kann aber auch den Hintergrund haben, dass ich bei diesem Spielstand hier einfach schon alles freigeschaltet habe. Ich glaube, das ist so. Ich meine, wechselnde Titelbildschirme gibt es ja in der Mario Kart Serie eigentlich seit Mario Kart 64, wenn ich mich nicht täusche. Bei Mario Kart 64 gibt es den normalen Titelbildschirm und den Titelbildschirm, wenn man alles geschafft hat. Bei Super Circuit gab es das auch. Und jetzt bei Double Dash gehe ich eigentlich davon aus, dass es das auch gab. Ich müsste jetzt nochmal überprüfen, ob es das bei Mario Kart DS auch gab, aber bei Mario Kart Wii gibt es sowieso wechselnde Titelbildschirme. Und bei Mario Kart 7 gab es das in jedem Falle auch. Also irgendwie, na gut, egal. Ja, irgendwie Marotte der Entwickler oder so, was weiß ich. So, 150 Kubikzentimeter, ich soll. Irgendjemand hat sich König Buhu gewünscht, deswegen nehmen wir den an der Stelle auch. Auch wenn das bedeutet, dass ich wieder mit einem schweren Fahrzeug unterwegs sein werde, aber na gut. Und, achso, Birdo. Irgendjemand hat sich, glaube ich, auch noch Birdo gewünscht. Das ist eine tolle Kombination, glaube ich. Birdo und Buhu. Na, wenn das mal nicht gut geht. Wie wär's denn hier? Und dann auch noch beide zusammen in der Traum-Vario-Karre? Oder wollen wir lieber mal das hier nehmen? Na gut, nee, das wäre zu ähnlich zum letzten Mal, sagen wir mal ehrlich. Gut, deswegen der Abwechslung halber einfach mal in die Vario-Karre einsteigen. Der Spezialcup mit vier speziellen Spezialkursen, die da wären Vario Kolosseum, Dino Dino Dschungel, Bowsers Festung und der Regenbogen Boulevard. So, da gehen wir rein. Oben links haben wir ganz kurz gesehen, dass ich tatsächlich meine Goldpokal hier errungen habe. Also will ich nichts hören. Hier von wegen fehlender Skill oder so. Vario Kart. Oh ja. Das Vario Kolosseum. Da haben wir doch eigentlich quasi Heimvorteil mit unserem Kart, oder? Will ich auch schon mal sagen. So, okay. Birdo, gib Gas. Oder, nee, Moment. Wir lassen... Nee, scheiß Idee. Buhu, fahr du. Birdo, du darfst die Items holen. Ist mir irgendwie lieber. Ich weiß ja nicht, warum. Okay, ja, dann... Oh, ja, Spezialitem von Birdo. Das Überraschungsei. Wunderschöner Treffer. Ich glaube, da ist Bowser und Wario sind, glaube ich, runtergefallen. Kann das sein? Könnte unter Umständen hingehauen haben, ja. Und das ist gut, weil dann sind sie aus dem Weg. Ich habe die Banane überhaupt nicht gesehen. Was soll's. Vario Kolosseum ist ein verhältnismäßig langer Kurs. Aus dem Grunde auch nur zwei Runden, was ich trotzdem ein bisschen seltsam finde. Also eigentlich, okay, der Kurs ist ein bisschen länger so als die normalen handelsüblichen Kurse. Aber trotzdem hätte man das locker für drei Runden auch machen können. Zumal sich hier nicht wirklich irgendetwas auf dem Kurs... Das verändert sich absolut gar nichts. Von der... Geht's ja bei manchen Rennspielen oder so, ne? Dass sich Kurse auch mal im Laufe des Renngeschehens ein bisschen anpassen oder dergleichen. Bei Sonic Transformed... Quatsch, nee. Doch, nee. Wie hieß das? Sonic... Doch, Sonic Transformed Racing. Irgendwas in der Art... Sonic All-Stars Racing eigentlich, aber dann Transformed, hier der Teil für die Wii U und die anderen Next-Gen-Plattformen und PC und bla und bli und blub. Bei dem Teil war es doch so, dass sie die Strecken besonders angepasst haben und eigentlich jede Runde komplett anders ausschaute. Ja, das hatten sie hier bei Mario Kart irgendwie noch nicht für sich entdeckt. Generell fällt mir jetzt auch nicht wirklich Vulkangrollen bei Mario Kart Wii. Das wäre jetzt so ein Kurs, der mir spontan einfällt, der sich verändert. Aber dann auch erst in der letzten Runde wirklich. Aber in der zweiten Runde sieht man die Dinger schon wackeln halt. Aber ansonsten... Naja, was soll's. Vielleicht kommt das ja noch irgendwann, dass sich die Mario Kart Entwickler diesbezüglich ein bisschen Gedanken machen, beziehungsweise so denken, oh ja, das wäre doch mal eine tolle Idee, das können wir ja irgendwie mit einbauen. So viel zu Bowser und Wario. Die haben uns an der Stelle gleich mal kassiert. Ist generell ein Kurs, bei dem man ein bisschen aufpassen muss. Sonst wird man auch ganz gerne mal natürlich runtergestoßen. Hier gibt es genug Möglichkeiten, um runterzufallen. Überraschenderweise ist es mir bisher gelungen, komplett
Wow, da sage ich es noch. Komplett auf dem Kurs drauf zu bleiben. Was mich irgendwie froh und glücklich stimmt. Und mit diesem Pilz des Glücks, ja, haben wir auch die Strecke hinter uns gebracht. 2,42, wie gesagt, also theoretisch hätte man auch eine Runde dran bauen können. Naja, gut, was soll's. Läuft in jedem Falle besser als im Sterncup, zumindest zu Beginn. Mal gucken, ob wir das so beibehalten können. Vielleicht bringt mir Birdo ausnahmsweise mal in diesem Spiel auch ein bisschen Glück, ich weiß ja nicht. Normalerweise, ihr wisst das, der Hering und Birdo, das sind so zwei Charaktere, die mögen sich auf den ersten Blick nicht und auf den zweiten Blick erst recht nicht, aber naja. Dino-Dino-Dschungel, wieder ein halbwegs bekannter Kurs, wenn man Mario Kart 7 gespielt hat. Da war das nämlich ein Retro-Kurs und ja, hier sind die Dinos los. Oh ja, mein Gott, die Dinos. Und da wir alle Dinosaurier lieben, also ich im Besonderen und sowieso, deswegen ist das auch ein toller Kurs. Nur zu fahren dürfte der mal wieder schwer sein. Wegen des wundervollen Driftverhaltens in Mario Kart Double Dash. Und ja, darüber hinaus eben die unsagbar gefährlichen Gefahren, die hier überall lauern, die dürften mir einiges an Kopfzerbrechen bereiten. So, der kleine Dino da. Der kleine Dino vor allem. Größte Dino hier auf dem Kurs. Der sollte mir besser nicht das Leben schwer machen. Finde ich auch faszinierend, dass sie sich ausgerechnet für einen... Wow. Für einen Brachiosaurus oder einen Langhals, was weiß ich, entschieden haben, den hier in so einen Dino-Kurs einzubauen. Ich meine, so ziemlich der berühmteste Dinosaurier, das kann man doch wohl sagen, ist doch wohl eher der Tyrannosaurus Rex, oder? Der beliebteste noch dazu, würde ich fast behaupten wollen. Also, jeder Junge liebt den Tyrannosaurus Rex, weil der konnte seine Feinde voll zerfleischen und er war einfach stark und groß und mächtig und überhaupt und sowieso. Ich meine, okay, ein bisschen Angst hatte man vor ihm vielleicht auch, aber trotzdem irgendwie mochte man ihn auf eine gewisse Art und Weise. Der Tyrannosaurus Rex ist der beliebteste Dino, oder? Egal. In dem Zusammenhang finde ich es halt einfach ein bisschen seltsam, dass sie sich hier bei so einem Dino-Kurs ausgerechnet dann für, naja, einen Brachiosaurus entschieden haben. Irgendwie hätte man doch auch eigentlich... Ja, es ist herrlich. Die Banane war so dämlich platziert. Es ist trotzdem faszinierend, dass ich da reingerast bin. Super. Ja. Irgendwie seltsam jedenfalls. Hätte man auch einen anderen Dino mit einbauen können. So, das ist meine ganz persönliche Meinung. Aber egal. Ich glaube, der Tyrannosaurus wäre zu martialisch für Nintendo gewesen. Deswegen haben sie sich doch lieber für einen Pflanzenfresser entschieden. Außerdem hat dieser Brachio-Dino-Dingens-Bummens auch eine gewisse Ähnlichkeit mit Nessie aus Super Mario 64. Auch wenn Nessie und der Dino hier schrecklich wenig miteinander zu tun haben dürften. Aber generell irgendwie hat eine gewisse Ähnlichkeit, würde ich mal einfach schätzen. So, das hätte ein bisschen besser ausgehen können hier. Fällt mir gerade mal so auf. Wenn ich mich nicht so unfassbar dumm angestellt hätte zum Schluss. Tja, aber immerhin haben wir momentan ein Abo auf den zweiten Platz. Das gefällt. Und damit bleiben wir auch dem Erstplatzierten einigermaßen, naja, einigermaßen in der Spur. Wir verfolgen ihn so ein bisschen. Wir haben nur 4 Punkte Abstand, so mehr wollte ich nicht sagen. Bowsers Festung, natürlich kein Mario Kart ohne eine gehörig gute Bowser Festung. Und auch der Kurs hier hat so ein paar kleine, ja, nette Dinge zu bieten. Vor allem ist er aber auch lang. Weiß ich nicht, ob ich ihn jetzt direkt mit Wario, dem Wario Stadium, Wario Colosseum vergleichen wollen würde von der Länge her. Wir können ja nachher mal auf die Zeit schauen. Wahrscheinlich eher nicht. Aber trotzdem, es gibt hier viel zu sehen. Also überall natürlich Feuer, Lava und so weiter. Also, wenn nicht hier, wo dann, ne? Also irgendwo muss man das ja wohl mal unterbringen. Dann haben wir hier noch eine wunderbare Spirale, wo man eigentlich, wenn nicht so viele Items in der Gegend rumliegen würden, auch wunderbar herumsliden könnte. Die Feuersäule, so einen schönen Raum haben wir, wo wir entweder links oder rechts an der Feuersäule vorbeifahren können. Eine 180-Grad-Kurve, wo es einmal wieder komplett zurückgeht. Generell haben die irgendwie ein Faible hier für diese Art von Kurven entwickelt. So kommt es mir zumindest vor. So. Und hier treiben wir das eigentlich fast auf die Spitze, indem wir erst auf die Bowser-Statue zufahren
und im nächsten Moment dann eben von ihr verschwinden, abhauen, wie auch immer, Reis ausnehmen. Und damit wäre eigentlich auch die erste Runde geschafft. Na gut, ist ein bisschen kürzer als das Wario Kolosseum. Aber trotzdem nicht viel. Herausfordernder Kurs in jedem Fall. Für Double Dash-Verhältnisse. Mein Gott. Wow. Das war mal ein schöner Treffer. Wenn der Blitz nicht gekommen wäre, hätte er mich trotzdem platt gemacht? Bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich fürchte schon. Mein Timing war echt für den Arsch. So. Dup-di-dup-di-dup-dup-dup-dup-dup. Immer schön ein bisschen. Oh ja, das ist toll. Bitte mehr blaue Panzer. Mehr blaue Panzer, wenn ich nicht auf 1 bin. Wuhu. Wir lieben es. Auch wenn Baby Luigi und Mutant Tyrannia mal sowas von weit weg sind. Buhu hat natürlich wieder den Vorteil, dass er jedwedes Spezial-Item bekommen kann, was man halt so bekommen kann. Dup-di-dup-di-dup-dup. Und jetzt bin ich mal auf 1. Wow. Ob wir das über die Zeit bringen können? Ich bin mir da nicht so hundertprozentig sicher. Und das ist schon ein krasser Vorteil. Also, in den heutigen Mario Karts könnte man sich solche Charaktere wie Mutant Tyrannia oder König Buhu natürlich überhaupt nicht vorstellen. Weil es wäre einfach ein super krasses Ungleichgewicht für einen Online-Modus. Jetzt mal von irgendwelchen versteckten Statuswerten abgesehen, aber prinzipiell, zumindest die Item-Chancengleichheit, die muss ja auf eine gewisse Art und Weise vorhanden sein. Das ist aber so eine Sache, die sie zum Beispiel in Mario Kart DS noch ein bisschen fortgeführt haben. Und da gab es ja immerhin auch einen Online-Modus. Also, aber das ist so eine Sache, na gut, okay, das zeige ich euch dann ja, wenn wir bei Mario Kart DS dann sind. Wow, den Pilz habe ich nicht gesehen, aber gut, dass ich ihn erwischt habe. Uhuhuhu. Oh, ein bisschen unbedarft hier durch die Gegend schnupsen. Irgendwie interessant, dass mich kein roter Panzer erreicht hat, aber okay. Und jetzt nur einigermaßen heil um diese Kurve herumkommen, die Banane legen und yes! Bowsers Festung ist mein! Oder so, keine Ahnung. Der Kurs lag mir offenkundig. 7 Sekunden Abstand zum Zweitplatzierten, nicht schlecht. Dafür, dass ich echt bei Sorbet Kacke Sofa, das so verhauen hab. Das ist ja die Wiederauferstehung des Herings quasi. Wenn ich jetzt beim nächsten Rennen gewinne, könnte ich sogar noch den. Oh, das wäre. Okay, jetzt habe ich schon gesagt. Das wird nie im Leben gut gehen. Zumal die nächste Strecke berühmt berüchtigt irgendwie auf seine Art ist. Regenbogen Boulevard. Ja. Rainbow Road. Kein Mario Kart ohne Rainbow Road. Versteht sich irgendwie wie von selbst. Also, ne? Das gehört irgendwie dazu, so einen fluffig kleinen Regenbogenkurs zu haben. Wobei ich jetzt an der Stelle gleich auch mal anmerken möchte, dass dieser Regenbogenkurs hier definitiv nicht zu meinen Lieblingsregenbogenkursen gehört. Nein, überhaupt nicht. Eigentlich muss ich sogar sagen, also, okay, der N64, wow. Wow, der N64-Regenbogenkurs war einfach langweilig. Ja, er war scheiße langweilig. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das, hilft nichts. Mein Gott, also reden wir es nicht schön. Man ist ja, da gab es ja null Herausforderungen eigentlich. Gut, okay, trotzdem auf eine gewisse Art und Weise hatte er, einen gewissen Charme. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, von dem Regenbogenrennen bei Mario Kart Super Circuit oder Super Mario Kart. Ich glaube, die sind ein bisschen außer Konkurrenz für sich. Beziehungsweise generell der bei Super Circuit, der war ja eigentlich wirklich super schön, muss man sagen. Auch sehr schön auf Abkürzungen und so weiter. Also da konnte man so richtig schön seiner Racer-Seele freien Lauf lassen, so ungefähr. Hier wiederum bei Regenbogen Boulevard, bei Mario Kart Double Dash. Ich weiß nicht. Also, ich wurde mit diesem Kurs nie so richtig warm. Er ist herausfordernd, ja. Wir haben allenthalben hier irgendwelche Ecken, wo man runterfallen kann und so. Und man muss schon wirklich aufpassen, um hier vorne zu bleiben, beziehungsweise vorne zu bleiben zu können, beziehungsweise ansatzweise eine Chance zu haben. Wow. Dadurch, dass wir aber auch so fett sind, ich sehe nichts an Items, was irgendwie direkt vor uns sein soll. Das ist so schlimm. So, blauer Panzer, das ist doch mal nett.
Ja, es ist herausfordernd, hier auf der Strecke zu bleiben. Ja, ich glaube, das habt ihr jetzt mittlerweile so andersweise begriffen. Und das ist ja im Endeffekt... Oh, da war ein Stern. Ui! Das ist ja im Endeffekt auch irgendwie eine schöne Sache. Aber ich weiß nicht, was mich an diesem Kurs hier gestört hat. Selbst die Musik ist echt cool. Aber trotzdem, der reine Kurs an sich, der ist so... Ich weiß nicht. Irgendwie, ich mag ihn nicht. Es tut mir leid. Das ist ab und zu vielleicht auch einfach mal eine Gefühlssache bei mir, ja? Wenn ich einfach so denke, Kurs ist scheiße, ja, dann scheue ich mich auch nicht, es zu sagen. Ja, Kurs ist scheiße. Also, er ist nicht langweilig, er ist nicht einfach, er ist einfach scheiße, ja. Okay, scheiße ist vielleicht auch ein bisschen zu übertrieben. Sollte aufpassen bei gewissen Dingen, wenn ich sie so in den Mund nehme, aber... Nee. Mir gefällt der Kurs einfach nicht. So, Punkt. Keine Ahnung, wie es da bei euch aussieht. Wow. Ob ihr den Kurs irgendwie besser findet oder nicht. In jedem Fall ist es sehr einfach, hier irgendwelchen unbedarften Spielern diverse Fallen in den Weg zu legen. Wow, es ist egal, wo der Computergegner hier etwas hinlegt. Es ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich reinfahre, ist einfach zu 99,9% gegeben. Und dass ich hier irgendwo bei der Stelle dann auch einfach mal noch runterfalle, das ist an der Stelle auch gegeben. Auch wenn ich jetzt konsequent mal jemanden runtergeschubst habe, was mir irgendwie eine gewisse Genugtuung verschafft. Aber wow. Ja, wenn ich mir sowas dann angucke, das macht dann halt keinen Spaß. Ich frage mich echt, wie man das hier... Wow. In einem guten Tempo echt unbeschadet hinter sich bringen soll. Ja, ich weiß, es ist ja für Profis und dergleichen, das ist ohne Probleme möglich, aber mein Kurs ist das hier leider nicht. Ja, gut. Das war's dann damit auch mit etwaigen Goldpokalträumen. Die müssen wir mal sowas von begraben. Vielleicht reicht es ja wenigstens noch für Platz, ja, für Platz 6. Düpdüdüp. Nur weil Birdo am Steuer saß. Natürlich. Es war wieder Birdo-Zeit. Birdo hat zugeschlagen. Was soll's. Aber ein ungefährdeter zweiter Platz ist zumindest, ja, vielleicht auch nicht so hundertprozentig verkehrt. Oder? Nein. Ich finde das in Ordnung. Ich glaube, jetzt meine Bilanz bei Double Dash. 2 Silberpokale, 2 Bronzepokale. Damit kann ich noch einigermaßen leben. Zumindest waren es mal Pokale. Ich habe es ja wirklich in jedem Cup Pokal geholt. Also, war doch gut. Es sah irgendwie so aus, als hätte Buhu eine Luigi-Mütze auf dem Kopf. Aber natürlich war es der Lorbeerkranz. Ja, es ist schlecht, wenn man einen Charakter hat, der irgendwie keinen Hals besitzt, ne? Gut. Ja, er wird es verschmerzen. Er ist ein Geist. Er hatte schon ganz andere Schmerzen hinter sich. Aha, glaube ich zumindest. Und in Silber sieht der Pokal ganz nett aus. Also, ja, mit der hübschen Krone da und überhaupt und sowieso. Und ja, das lasse ich mir gefallen. Gut. Hätten wir das an der Stelle also auch geschafft. Und jetzt wartet natürlich noch der Steph, der Abspann, auf uns. Wo die Leute uns sagen, dass zum Beispiel der gute Iwata Executive Producer war und Shigeru Miyamoto hier an diesem Mario Kart noch tatkräftig mitgewirkt hat. Ich glaube, mittlerweile arbeitet er nicht mehr wirklich an Mario Kart Spielen mit, oder? Ich glaube nicht. Aber hat er nicht mittlerweile sowieso eher eine sehr beratende Funktion eingenommen? Also ein richtiges Miyamoto Spiel ist doch eher selten geworden, oder? Er wird immer noch irgendwie im Abspann erwähnt, aber ansonsten... Ich meine, der gute Herr ist doch mittlerweile schon 60 oder so? Oder irgendwie sowas im Dreh? Bin mir gar nicht so hundertprozentig sicher, aber könnte fast sein. Er hat sich irgendwann seinen Ruhestand vielleicht auch mal verdient. Und dann müssen eben neue junge Nintendo-Entwickler mal kommen, die irgendwie, ja... Das wird das Problem, glaube ich, für Nintendo generell sein, ne? Also man wird nie wieder so eine Entwicklerfigur, so eine Persönlichkeit, schaffen können wie Miyamoto. Ganz einfach, weil ich glaube, nie wieder so, ja, jemand kommen wird, der einfach so Ideen hat wie Bam, hier hast du ein Mario, Bam, hier hast du ein Zelda, Bam, hier hast du, weiß ich nicht, irgendwas anderes. Also irgendwie ist das ein bisschen schwierig. Es gibt viele andere bekannte Entwickler, aber die arbeiten halt irgendwie alle bei anderen Entwicklerstudios. Seltsam. Von Nintendo? Na gut. Da kennt man echt nur wenige, hab ich so einen Eindruck.
Koji Kondo sagt mir immer noch was, weil der früher eben hauptsächlich die Musik immer für die Nintendo-Spiele gemacht hat. Aber ansonsten... Keijiro Inoue, Satoshi Furukawa und so weiter, es ist alles so... Ich habe nicht mal ein Bild vor Augen bei denen. Okay, habe ich bei Koji Kondo auch nicht, aber was soll's. Ja. Was ich ein bisschen schade bei diesem Abspann hier finde, man hat so wenig Bilder und so. Man sieht zwar die ganzen Charaktere, die da rumfahren, aber naja, gut. Helge Friedrich hat einen unglaublich tollen Job gemacht und alles hier übersetzt. Danke dafür, Helge. Ja, hast du super gemacht. Gut. Und damit hätten wir das auch irgendwie hinter uns gebracht. Und das ist doch irgendwie ein schönes Bild, oder? Danke fürs Spielen. Ja, Mario und Peach sagen goodbye und danke. Und kauft auch unser nächstes Mario Kart. Und dieses werden wir noch nicht beim nächsten Mal sehen. Ganz ehrlich, wir haben jetzt 4 Mario Kart Double Dash Videos gemacht und prinzipiell haben wir natürlich alles gesehen. Aber wir haben auch gemerkt, Double Dash ist ein extrem kurzes Spiel. Und ich habe mich jetzt dagegen entschieden, im nächsten Video einfach die Meisterschaft zu machen, weil das bedeuten würde, dass wir 16 Kurse lang immer dieselbe Fahrer-Fahrzeug-Kombination sehen würden und das wäre ein bisschen doof. Stattdessen will ich ruhig nochmal im nächsten Video ein bisschen experimentieren, ein paar andere Charaktere einfach nehmen, damit ihr die auch nochmal gesehen habt, so ungefähr. Ich meine, gut, das wird sich jetzt nicht großartig was ändern, aber im nächsten Video gibt's dann eben alle 4 Cups nochmal hintereinander, allerdings alle 4 Cups eben einzeln bestritten. Wir versuchen in jedem Cup wieder einen Pokal zu erringen und jeden Cup bestreiten wir auch mit einer anderen Fahrer-Fahrzeug-Kombination. Einfach nochmal so als kleinen Abschluss, damit wir Mario Kart Double Dash nochmal ein bisschen besser sacken lassen können. Ich meine, das fühlt sich wirklich an wie ein kleiner Mario Kart Quickie hier. 16 Rennen oder 16 Strecken sind echt nicht viel, aber mein Gott, was soll's. Also, ein Double Dash Video gibt's noch, danach geht's definitiv weiter mit dem 5. Mario Kart Teil, Mario Kart DS. Und darauf freue ich mich jetzt an der Stelle auch schon sehr. Gut, für den Moment soll es aber einfach mal gewesen sein. Ich war der Herringway, das war Mario Kart Double Dash für den Moment. Ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.